Ja, ich denke, es gibt positive Manipulation. Während des ganzen Schuljahrs hast du jede Stunde die Möglichkeit, mit deiner Kommunikation und mit deinen Inhalten zu überzeugen. Wir achten sehr viel auf die Inhalte. Was soll ich sagen? Und wir achten sehr wenig auf die Stimme, also die paraverbale Ebene, und die Körpersprache, die nonverbale Ebene. Heute besprechen wir mit Benedikt Held, wie du in der Schule rhetorisch am besten überzeugst und von deinem Lehrer deine Wunschnote bekommst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und heute haben wir einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, wo sogar ich fast nervös werde. Ich bin sonst auch in solchen Situationen immer sehr, sehr gut. Aber die meisten von euch kennen ihn ja wahrscheinlich schon. Benedikt Held, der Betreiber der Redefabrik. Benedikt, du hast selbst hunderte Bücher gelesen, studiert aktuell, genauso wie ich, auch im dritten Semester Psychologie und analysiert ihr quasi täglich so die erfolgreichsten Kommunikatoren der Welt und hat natürlich vor allem den größten deutschen YouTube-Channel zum Thema psychologische Überzeugung und Rhetorik. Benedikt, danke, dass du hier bist. Sehr gerne. Freut mich, dass ich heute da sein darf. Gibt es noch irgendwas in meiner Anmoderation, die man über dich, was man um dich alles sagen sollte? Perfekt, alles gut. Nee, alles perfekt. Geil, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Heute ist natürlich alles vor allem auf die Schule konzentriert, weil natürlich Rhetorik, psychologische Überzeugung da auch ein ganz, ganz entscheidendes Element ist. Und da einfach mal auch für Leute, die vielleicht noch gar nicht so stark in der Materie drin sind, und beispielsweise gerade wenn es um Manipulation geht, ich denke, darf ich das überhaupt, geschweige denn machen, aber in den Mund nehmen nur. Mhm. Und was bedeutet für dich konkret eigentlich so richtig definiert Überzeugung? Und bist du der Meinung, dass es auch sowas wie positive Manipulation gibt? Also Überzeugung ist oft das, was ich mit positiver Manipulation meine. Manipulation ist für mich oft ein wertfreies Konstrukt. Einfach jemanden von einer Meinung zu einer anderen Meinung führen. Kann man sowohl negativ verwenden, dass es quasi zum Negativen der anderen Person ist. Und dann ist es was, was man nicht machen sollte. Das ist dann ethisch verwerflich, moralisch verwerflich. Man kann es aber auch positiv nutzen, indem man eine andere Person zu einem besseren Zustand führt. Ah, oder okay. Andere Leute so beeinflusst. Und deswegen sage ich da oft meist überzeugen, weil Manipulation einfach negativ konnotiert ist oft. Dass einfach man Leute zu einem anderen Zustand führt, zu einer anderen Meinung führt. Über sich selbst, über ein Produkt von sich oder über ein Thema, das man präsentiert. Und deswegen, ja, ich denke, es gibt positive Manipulation, wenn man quasi mit der richtigen Ethik, mit der richtigen Moral rangeht. Ah, okay, das bedeutet beispielsweise auch jetzt im Beispiel von der Schule ist es ja oft so, dass Leute sagen, oh, der redet dann noch über die Note und will das mit dem Lehrer da so nachverhandeln, dass er dann irgendwie schleimen würde. Und da ist halt, denke ich, so, wenn man wirklich das Gefühl hat, es ist das Richtige, dass es dann wahrscheinlich auch einfach in Ordnung ist, oder? Genau, es kommt halt darauf an, was man selbst denkt, und Schleimen ist halt oft auch nicht ganz so effektiv, aber gut zu verhandeln, wenn man wirklich denkt, dass man eine bessere Note verdient hat, ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil es wäre wiederum unfair, eine schlechtere Note zu bekommen, wenn man eigentlich theoretisch besser ist. Und der Lehrer wird einem schon nicht einfach so eine bessere Note geben, wenn er nicht auch nach der Verhandlung denken würde, das passt so und dann gebe ich ihm auch eine bessere Note. Ja, das ist ein richtig geiler Punkt, der, glaube ich, auch sehr wichtig ist so fürs eigene Gefühl, weil oft so, oh, darf ich das überhaupt? Genau. Deswegen richtig, richtig cool, dass du es auch so siehst. Und allgemein, wenn es daran darum geht, beim Überzeugen einfach nur den Lehrer von dem zu überzeugen, was man selbst ja wirklich bringen kann, was man wirklich leisten kann, ja. Da will ich das, wir haben auf Instagram, durfte dir einige Fragen stellen und ich habe jetzt einen Großteil der Fragen genommen und quasi in so meine eigene Struktur gebracht, dass wir einen schönen roten Faden drin haben. Wenn wir jetzt mal anfangen, egal ob das jetzt eine mündliche Prüfung ist, du dich einfach nur in der Mitarbeit meldest, du ein Referat hältst, würdest du sagen, dass da Kommunikation eigentlich schon beginnt, bevor man überhaupt den ersten Satz gesagt hat, und wenn ja, was sollte man da beachten? Absolut. Das beginnt, bevor man irgendwas gesagt hat. Das hat nicht nur was mit dem Inhalt zu tun, nicht nur was mit der Rhetorik zu tun, nicht nur was mit der Stimme zu tun, sondern eben auch mit der Körpersprache. Beziehungsweise diesen nonverbalen Anteilen der Kommunikation und diesen psychologischen Anteilen. Und da wissen wir aus der Psychologie, dass beispielsweise, wenn jemand einfach aufmerksam ist, oft nach vorne schaut und einfach die Sichtbarkeit des Lehrers hat und nicht irgendwie sich klein macht und gar nicht zuhört und so weiter, dass er dann positiver bewertet wird. Und deswegen sollte man immer darauf achten, aufmerksam zu sein. Ja. Nicht nur inhaltlich und nicht nur mit quasi am Unterricht teilzunehmen, sondern auch einfach mal nach vorne zu schauen, dem Lehrer zuzuhören und zuzuschauen, weil das wird er wiederum merken und ohne dass du irgendwas sagst, bemerken, okay, der ist mit dabei, anstatt jemand, der die ganze Zeit nur auf seinem Notizblock rumkritzelt. Ja, mega wichtig. Und auch beispielsweise, wenn wir jetzt eine Situation haben von einer mündlichen Prüfung zum Beispiel, also keine Mitarbeit, sondern zum Beispiel mündliche Prüfung, ja, wo man quasi als erstes in den Raum reingeht und dann geht schon los. Was würdest du sagen, sollte ich da so einfach in den ersten 3, 4, 5 Sekunden, wo ich in den Raum betrete, beachten? Also wichtiger Punkt, den du nennst. Also es geht wirklich da los, sobald die andere Person, also der Prüfer, der Lehrer, wer auch immer, sobald die dich sehen. Und nicht erst, sobald du mit dem ersten Satz anfängst. Auch in so einer Prüfungs- oder gerade auch in so einer Prüfungssituation. Und da sollte man darauf
auch aufpassen, dass man auf seine Körpersprache achtet, einfach eine offene, aufrechte Körpersprache hat, einen relativ ruhigen Gang hat, aber trotzdem einen bestimmten Gang und auch dann sich hinstellt, vielleicht 2-3 Sekunden wartet einfach mal und nicht gleich irgendwie schon während man auch losgeht, schon mit seinen Unterlagen anfängt, so, ja, hallo, ich möchte schon was erzählen über, sondern wirklich einfach mal hingeht, kurz wartet. Wartet, bis alle ruhig sind, beziehungsweise wenn nur die Prüfer da sind, bis die Prüfer auch die Aufmerksamkeit haben, um dann anzufangen, weil das wirkt viel selbstbewusster, als wenn man da irgendwie sowas hinschludert und das dann natürlich negativ wirkt. Ja, vor allem wird dann wahrscheinlich auch selbst einfach so eine viel höhere Selbstvertrauen geben, wenn man eben nicht so, oh, ich muss aber ganz schnell was sagen, was richtig ist, sondern, hey, so, ich habe mich gut vorbereitet, ich gehe da hin und dann kann ich das Ganze präsentieren. Genau. Und dann auch bei dem Präsentieren ist ja, denke ich, jetzt mal so die zentralste Frage hier in diesem Interview. Wenn ich jetzt wirklich spreche vor der Klasse, vor dem Lehrer, vor dem Prüfer, was sind da so die wichtigsten Elemente, wo du sagst, was ich auch als Schüler mehr oder minder sofort umsetzen kann, wenn ich jetzt kein Profi bin, man hat ja viel zu tun, sonst auch zu lernen und so weiter. Aber was würdest du sagen, wenn man einfach beim nächsten Mal darauf achtet, kann es schon einen sehr, sehr großen Effekt haben. Also wenn du so nach der einen Sache fragst, die neben dem Inhalt, den du auch vorbereiten solltest und dich gut darauf einstellen solltest, klar, was da so die eine Sache ist, dann ist es meines Erachtens tatsächlich die Körpersprache. Weil wir achten sehr viel auf die Inhalte, was soll ich sagen, und wir achten sehr wenig auf die Stimme, also die paraverbale Ebene, und die Körpersprache, die nonverbale Ebene. Und da einfach drauf zu achten, jemand, der offen dasteht, der selbstbewusst dasteht, zu den Leuten Blickkontakt hält und eben nicht die ganze Zeit auf die Folie schaut, so, weißt du? Das ist einfach, strahlt Selbstbewusstsein aus und impliziert oder subkommuniziert auch, dass er Ahnung von dem Thema hat. Ja. Heißt, es wirkt so, egal wie er wirklich zu dem Thema steht, es wirkt einfach so, als hätte er sich selbstbewusst darauf oder einfach gut darauf vorbereitet, sodass er jetzt selbstbewusst ist. Weil, warum sollte er selbstbewusst wirken, wenn er nicht gut in seinem Thema ist? Das wird impliziert. Es muss es nicht bedeuten, aber es wird impliziert und es macht einfach eine viel bessere Wirkung. Auch, dass man quasi, wenn man einen sicheren Stand hat, dass man auch sicher in seinen Inhalten ist. Und deswegen sollte man sowohl auf die Inhalte als auch auf die Kommunikation, gerade die Körpersprache, achten. Mega, mega geil. Ich habe schon letztens auch ein Video gemacht, zu meiner Meinung nach eine der wichtigsten Eigenschaften für Topnoten, über die niemand spricht, ist Selbstvertrauen. Weil das trägt sich einfach nach draußen und alle anderen nehmen das halt auch genauso auf. Mhm. Und da auch ein ganz spannendes Thema, was jetzt gar nicht in den Fragen war, aber was mich da immer total interessiert. Würdest du sagen, es ist viel wichtiger, dass man ernsthaft dieses Selbstvertrauengefühl in sich hat, weil dann die Körpersprache sich dem automatisch nach sich zieht? Oder hast du auch so ein paar Sachen, einfach so ein paar Grundregeln, wo du sagst, wenn man die beachtet, hat man eigentlich automatisch eine gute Körpersprache, auch wenn man sich innerlich vielleicht gar nicht so wohl fühlt? Würde ich als zwei Seiten der gleichen Medaille ansehen. Also nicht entweder das oder das, sondern beiden würde ich auf jeden Fall zustimmen. Auf der einen Seite solltest du natürlich selbstbewusst werden und indem du inhaltlich dich gut vorbereitet, dadurch dann auch Selbstvertrauen gewinnt. Also das ist sicher eine wichtige Sache, wirklich innerlich dieses Selbstvertrauen zu haben, weil sich das dann auch auf die Körpersprache, die Stimme und generell deine Präsentationsart und Weise überträgt. Gleichzeitig kannst du aber auch quasi, also das wäre jetzt quasi von innen nach außen zu arbeiten, erst innen anzusetzen, um dann eine äußere Ausstrahlung zu haben. Du kannst aber auch außen ansetzen, da gibt es ja diesen Satz, fake it till you make it, also quasi eine große Körpersprache zu haben, sodass man sich selbstbewusst fühlt, was wir auch schon gerade kurz angesprochen haben. Und da kann ich empfehlen, dass man einfach darauf achtet, welchen Eindruck man erzeugen möchte und genau diese Sachen dann auch bewusst macht. Und selbst wenn man sich innerlich nicht so fühlt, einfach einen großen Stand zu haben, eine offene Körpersprache zu haben. Weil das wirkt sich dann auch wiederum positiv auf den Körper und die generellen biologischen Prozesse in unserem Körper aus, oder neuronalen Prozesse in unserem Körper aus. Und zusätzlich ist es tatsächlich so, dass andere Leute, selbst der Lehrer und Prüfer, diese Nervosität gar nicht so wirklich sehen, wenn du einfach selbstbewusst wirkst. Heißt meines Erachtens ja, von innen nach außen und gleichzeitig von außen nach innen. Weil gerade wenn du in einer Situation bist, wo du nervös bist, ich sage jetzt mal im Ernstfall, eine Rede vor 1000 Leuten. Wenn ich eine Rede vor 1000 Leuten halte, dann ist es einfach eine Nervositätssituation, weil es ungewohnt ist im Vergleich zu unserem Alter. Und es muss jetzt nicht vor 1000 Leuten sein, aber egal wo, jetzt auch in einer Situation, wo du einfach nervös bist wegen einem Prüfer oder wegen den Inhalten oder so, dann ist es einfach so, dass wir uns innerlich, selbst wenn wir normalerweise sehr selbstbewusst sind, dass selbst in solchen Situationen wir einfach von der Körpersprache automatisch kleiner werden und so weiter und so fort. Und das ist nichts, was wir verteufeln sollten, sondern was wir akzeptieren sollten und deswegen neben dem inneren Selbstvertrauen auch quasi an der äußeren Wirkung arbeiten sollten. Ah, mega, mega geil, auch dass du sagst, das hat gar nichts eigentlich mit mir selbst zu tun, sondern mehr halt, es ist eine Situation, die ungewohnt ist und dann ist es vollkommen logisch. Respekt vor haben, oder vor Personen, vor denen wir Respekt haben. Wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ey, so,
Jetzt sitzt der Benedikt schon hier. Leo, stell diese Frage. Ja. Und zwar, wenn ich jetzt wirklich sage, ey, ich will einfach richtig gute Noten haben, dafür alles tun, ich habe aber trotzdem nicht so viel Zeit, aber ich will auch meine Rhetorik für die Schule verbessern. Gibt es dann vielleicht auch in Bezug auf das, was du gerade eben schon gesagt hast, einfach Sachen, wo du sagst, hey, wenn du das jeden Abend 10 Minuten machst, keine Ahnung, vor den Spiegel stellen oder was auch immer, wo du wirklich sagen musst, okay, dann merkst du schon nach ein paar Wochen einfach echt signifikante Fortschritte. Da kommt der ganz einfache, aber genauso wichtige Satz, reden lernt man nur durch Reden, zu tragen. Ich bin wirklich ein Fan davon, wie gesagt, hunderte Bücher, Psychologiestudium, sehr viel Theorie anzueignen. Bin ich super dafür und sollte man auch machen, gerade wenn man das verstanden hat, wie wichtig die Kommunikation für sein Leben ist. Gleichzeitig kann ich es aber auch verstehen, wenn man auch andere Prioritäten hat und so weiter, dass man da nicht so viel Zeit investieren möchte oder mehr will oder möchte. Und da sollte man dann einfach ansetzen, wirklich zu trainieren, zu üben, indem man entweder vor dem Spiegel, meines Erachtens sogar noch besser, einfach mit Videoanalyse, heutzutage einfach Smartphone ins Regal stellen, sich da vorstellen und einfach mal 10 Minuten reden. Ist tatsächlich anfangs ein bisschen befremdlich, weil man sich selbst nicht so kennt, seine Stimme nicht kennt, seine Körpersprache nicht kennt, aber sollte man machen, um einfach die Wirkung, die man auf andere hat, zu überprüfen. Und da ist tatsächlich die einfachste Methode, Videoanalyse, Handy, mit dem Smartphone, mit der Kamera, einfach ins Regal stellen, dann einen Vortrag über irgendein Thema machen oder das man schon vorbereitet hat oder dass man improvisiert oder besonders auf die Körpersprache achten, besonders auf die Stimme achten. Also einzelne Aspekte Tag für Tag durchgehen, um seine Rhetorik in allen Aspekten zu trainieren und zu schleifen. Mega, mega gut. Das ist, denke ich, so eine Sache, wo man denkt, oh, das macht man das nur als YouTuber so. Ja, ja, ja. Aber muss man ja nicht veröffentlichen. Genau, richtig. Mega, mega geiler Hack. Jetzt denke ich, kann man damit schon mit allem, was du gesagt hast, echt schon bei dem nächsten Prüfungsreferat echt wesentlich besser dastehen. Wenn man dann jetzt wirklich ein gutes Referat gemacht hat, dann ist es ja meistens auch so, dass wenn man in die richtig hohen Punktebereiche bekommen will, dass dann der Lehrer denkt, okay, was du jetzt gesagt hast, war inhaltlich sehr gut und kam auch richtig gut rüber. Aber wie gut kannst du es wirklich? Was würdest du Leuten empfehlen? Das war auch eine Frage, die ganz oft auf Instagram gestellt wurde. Wie soll ich damit umgehen oder wie handle ich so kritische Fragen von Lehrern so am Ende der Prüfung am besten? Kritische Fragen sind so ziemlich das Beste, was dir passieren kann. Oh, okay. Weil gerade bei mündlichen Prüfungen, da ist ja oft die Frage, auf welche Note prüft dich der Lehrer? Und angenommen, du stehst normalerweise so zwischen 5 und 7 Punkten, da will er vielleicht herausfinden, bist du eher 4 Punkte, 5, 6, 7 oder 8, 9 Punkte. Während wenn du zwischen 11 und 15 oder 11 und 14 Punkten, sage ich mal, steht, will er vielleicht herausfinden, bist du eher 10, 11, 12, 13 oder 14 oder 15 Punkte. Ja? Und je schwieriger die Fragen sind, desto höher prüft er dich auch, weil er die einfachen gar nicht stellt, weil er weiß, dass du nicht in den anderen Bereich kommst. Ja? Und von daher ist es erstmal eine gute Sache, dass gerade solche schwierigen Fragen kommen. Und das sollte man auch ansehen. Dann ist es so, gerade in der Schule gibt es drei Aufgabenbereiche, gerade in der Oberstufe. Einmal unten, dieser erste Aufgabenbereich, Reproduktion, also nur Fakten wieder vortragen. Das ist noch relativ easy und gibt dir jetzt auch nicht die ganz hohen Noten. Dann zweitens Analyse, dass du die Sachen auch analysierst. Und dann drittens, und da kommen zwar die schweren Fragen, aber da ist auch das größte Potenzial, wirklich viel auf mündlicher Ebene zu machen, ist dann der Transferteil. Heißt, der Lehrer möchte herausfinden, und das solltest du dann auch zeigen, wie du die jetzigen Inhalte nicht nur reproduzierst, nicht nur analysierst, sondern auch transferierst und mit anderen Sachen verknüpfst. Also beispielsweise, ein Buch wurde geschrieben zu dieser und jener Zeit. Dann kommt eine kritische Frage zu dieser Zeit. Dann solltest du vielleicht auch noch aus Geschichte wissen, was in der Zeit ungefähr war und wie vielleicht die typischen Merkmale der damaligen Zeit sich in diesem Buch widerspiegeln. Oder sich die Charaktere oder die Konflikte, die wir auch schon in anderen Büchern in Deutsch gelesen haben, wie die sich in diesem Buch oder in diesem Werk oder in diesem Charakter widerspiegeln. Und da einfach zu verknüpfen von verschiedenen Fächern, von verschiedenen Zeitpunkten, von verschiedenen Büchern, das ist die beste Möglichkeit zu zeigen, dass man es wirklich drauf hat, indem man quasi nicht nur Wissen reproduziert, sondern es verknüpft und quasi neue Verbindungen aufbringt. Ist natürlich am schwierigsten, zeigt dem Lehrer aber auch wirklich, dass du es wirklich verstanden hast. Mega geil. Das heißt, eigentlich ist so eine kritische Frage fast als Kompliment zu sehen. Absolut. Mega, mega cool. Und jetzt stellen wir uns mal vor, so, okay, so, du hast ein Top-Referat gehalten, hast auch die kritischen Fragen sehr gut gehandelt und dann vergehen 3 Monate oder sagen wir eine Woche und dann gibt der Lehrer dir die Note oder sagt sie dir. Dann hat man ja oft, was ich immer wieder sage, du hast ja immer noch die Chance, auch ein bisschen nachzuverhandeln. Was würdest du sagen, ist da so die beste Verhandlungsstrategie? Angenommen, ich bin der Meinung, das Referat waren auf jeden Fall 13 Punkte, der Lehrer hat mir aber nur 11 Punkte eingetragen. Wie würdest du da umgehen? Also du meinst, nachdem die Note schon gegeben wurde, dann nochmal nachhandeln oder während des Notengebungsprozesses? Ja. Okay. Da würde ich darauf achten, was dein Lehrer will.
Es gibt manche Lehrer, die wollen eher eine besonders unterhaltsame Präsentation. Andere Lehrer wollen eine besonders zahlen-daten-faktenorientierte Präsentation. Andere Leute wollen wieder um anderes. Wissen wir, dass verschiedene Lehrer verschiedene Eigenarten haben, ist klar. Und dann genau in deren Argumentationswelt zu argumentieren. Also quasi zu sagen, warum dein Referat diese Anforderungen erfüllt. Und wenn du das nicht gesagt, oh, das war so ein tolles Referat und ich habe ja das und das genannt und das und das gemacht, sondern wirklich individuell auf den Lehrer quasi deine Argumentation auch abstimmst und sagst, warum seine Anforderungen an dein Referat durch dein Referat erfüllt worden sind, dann schaffst du es auch, ihm es wirklich intrinsisch klar zu machen. Das ist dann nicht eine Manipulation oder von außen ihn irgendwie überreden zu wollen, sondern wirklich die Anforderungen, die du an mich gestellt hast, die habe ich erfüllt, weil A, B, C. Und so kannst du dann gut argumentieren. Mega, mega cool. Jetzt abschließend noch, jetzt haben wir schon viele, sehr, sehr viele Sachen, ich denke auch die wichtigsten Sachen abgedeckt, aber wenn jetzt so in 30 Sekunden, angenommen, da sitzen jetzt 4000 Oberstufenschüler und die haben jetzt das alles schon gehört, was würdest du denen noch mitgeben, wo du das Gefühl hast, da kannst du mit deiner Expertise denen maximal weiterhelfen, um eben ihr Traumabitur zu erreichen? Da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, seid sehr sichtbar in der mündlichen Mitarbeit. Also arbeitet mit, zeigt Sichtbarkeit. Wenn ihr wisst, was ihr auf die Frage antworten sollt, dann meldet euch. Wenn ihr es nicht wisst, dann sagt, ich vermute das, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich vermute das, das und das und das und das. Dann zeigt eurem Lehrer auch, dass ihr abwägen könnt, dass ihr Pro und Contra zeigen könnt. Und wenn ihr das einfach schafft und Kommunikation als Werkzeug zum Rüberbringen eurer wirklich inneren Leistungen auch habt, dann schafft ihr es, über das ganze Schuljahr auch das rüberzubringen, was ihr in einer Klausur vielleicht nicht zeigen könnt. Weil in einer Klausur seid ihr vielleicht mal aufgeregt oder vergesst ihr mal das eine oder andere oder habt einen Blackout. Aber während der eigentlichen Schulzeit, während des ganzen Schuljahres, hast du jede Stunde die Möglichkeit, mit deiner Kommunikation und mit deinen Inhalten zu überzeugen. Und deswegen viel kommunikativen Erfolg da beim Anwenden der wirklich starken Kommunikation, um auch deinem Lehrer zu zeigen, was du wirklich drauf hast. Mega, mega cool. Vielen Dank, Benedikt, für das Interview. Gerne. Es war mir eine große, große Ehre. Wir werden gleich jetzt noch ein zweites Video auch nehmen, was dann auf dem zweiten YouTube-Channel, den ja die meisten von euch noch gar nicht kennen, wird der erste Kommentar sein. Benedikts YouTube-Channel für die 2,5 Personen von euch, die noch nicht abonniert haben, findet ihr auch da. Und ansonsten, denkt immer dran, wir beide glauben an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo und dein Benedikt. Ciao.